Ja, okay, super. Dann beginnen wir mit der Präsentation von Moll. Ich möchte Sie ganz kurz Ihnen vorstellen. Frau Sabine Moll kommt aus Innsbruck, Österreich und hat dort Germanistik und europäische Ethnologie studiert. Anschließend konnte sie über 8 Jahre Erfahrung als Lehrerin für Deutsch als Fremdsprache im Inland und Ausland sammeln. Seit 2017 ist sie am Goethe-Institut Max Müller Bhawan Mumbai tätig und arbeitet seit 2018 als PASCH-Referentin für Bildungskooperation Deutsch. In ihrer Laufbahn hat sie zahlreiche Workshops, Seminare und Vorträge in Landeskunde, und auch Didaktik für Lehrkräfte gehalten. Also, vielen Dank, Herr Himmel. Ich gebe nun Ihnen das Wort und begrüße Sie ganz, ganz herzlich. Frau Moll, sind Sie? Ja, so. Ja, okay, alles klar. Hallo, es freut mich sehr, heute hier zu sein. Der Titel meines Vortrags ist Die Wahrheit über Deutschland. Ja, was passiert, wenn ich Ihnen zum Beispiel ein Bild von Deutschland zeige? Oder wenn ich nur das Wort sage, Deutschland? Welche Assoziationen haben Sie im Kopf? Was fällt Ihnen ein? Vielleicht Erinnerungen an Ihren letzten Deutschlandaufenthalt, die schönen Landschaften, vielleicht Freunde und Bekannte, die Sie in Deutschland haben oder vielleicht sogar das deutsche Essen. Aber was passiert im Unterricht, wenn wir über Deutschland sprechen? Welche Vorstellungen von Deutschland bringen unsere Schülerinnen und Schüler und unsere Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer mit? Und stimmen alle diese Bilder eigentlich mit der Wirklichkeit überein? Dazu möchte ich Ihnen ein Zitat zeigen von Hans-Jürgen Krumm, der meint, die Bilder, die einer vom fremden Land hat, haben oft mehr mit dem eigenen Kopf zu tun als mit der fremden Wirklichkeit. Also jeder, der Deutsch lernt, bringt schon Vorstellungen über die Deutschen und die deutsche Sprache in den Unterricht mit. Die Erfahrungen, also zum Beispiel mit den deutschen Touristen oder Ängste vor der schweren deutschen Sprache, Klischees und Vorurteile. Wir haben es also mit einer Fülle von Vorstellungen, Erfahrungen und Vorurteilen zu tun. Und ich möchte Ihnen noch weitere Gedanken über Deutschland und die deutsche Sprache zeigen, welche die Vorurteile repräsentieren, denen man nicht nur im Unterricht häufig begegnet. Mark Twain zum Beispiel war kein Fan der deutschen Sprache und auch Karl der Fünfte fand, dass diese Sprache höchstens noch für das Pferd taugt. Und es scheint außerdem der Gedanke vorzuherrschen, dass man auf Deutsch nur lange unaussprechliche Wörter bilden kann, die niemand versteht und die auch für Twitter gänzlich ungeeignet sind. Ich würde sagen, 2,5 Millionen Twitter-User in Deutschland behaupten das Gegenteil. Voltaire war der Ansicht, dass die Deutschen immer der Grund für ein Problem sind. Vielleicht liegt das ja auch an ihrem Bierkonsum. Außerdem sind die Deutschen immer pünktlich und dabei noch gänzlich ohne Humor. Aber immerhin bauen sie vernünftige Autos und spielen gut Fußball, oder? Gemeinsam schauen wir uns jetzt ein paar Vorurteile über Deutschland an und sehen dann, ob da wirklich was dran ist. Hier sehen wir schon das erste Vorurteil: Deutschland, das Land der Dichter und Denker, der Fahrer und der Lenker. Das Thema Auto ist in Deutschland so wichtig, dass es sogar in Liedern besungen wird, nicht nur in einem, aber zum Beispiel in dem Lied Deutschland von den Prinzen, wo es heißt: Wir lieben unsere Autos mehr als unsere Frauen, den deutschen Autos können wir vertrauen. Also die Verbindung der Deutschen zu ihren Autos ist eine sehr innige. Es hat auch etwas mit dem Status zu tun, mit der Freude am Fahren, aber auch mit der Mobilität. Also viele Autofahrer sagen, sie würden sich eingeschränkt fühlen, hätten sie kein Auto mehr. Und das Auto steht auch für die Unabhängigkeit und die Individualität und dafür, erwachsen zu sein, seine eigenen Wege zu gehen. Also haben viele Menschen auch sehr sentimentale und romantische Erinnerungen an ihr erstes Auto, das sie von ihrem hart ersparten Geld gekauft haben.
und dann kommt vielleicht Erfolg im Beruf, guter Verdienst dazu und das heißt, man kann sich nun ein größeres, schnelleres Auto kaufen und natürlich ein deutsches. Denn in Deutschland werden bekanntlich gute Autos gebaut. Mercedes, Audi, Volkswagen, BMW, gar keine Frage. Und zum Beispiel in Ingolstadt, da gibt es mehr Autos als Einwohner. Und die Automobilindustrie ist der bedeutendste Industriezweig Deutschlands. Aktuell, 2020, sind über 47 Millionen Fahrzeuge in Deutschland angemeldet. Das heißt, im Schnitt hat jeder Haushalt in Deutschland 1 bis 2 Autos. Und auch 2020 ist Volkswagen immer noch das beliebteste Auto in Deutschland. Auf Platz 2 liegen Opel und auf Platz 3 Mercedes-Benz. International ist BMW der Spitzenreiter und ist in insgesamt 137 Ländern ganz weit vorn auf der Beliebtheitsskala. Und wenn sich jetzt die Deutschen ein Auto kaufen, dann geht das auch oft mit einer emotionalen Verbundenheit einher, denn rund 34% der deutschen Autofahrer geben ihrem neuen Gefährt einen Spitznamen. Oft sind das Charaktere aus der Kindheit, wie zum Beispiel Rocky oder Pocahontas, aber natürlich auch Spitznamen wie Schatzi findet man bei den Autos. Denn 32% der Befragten geben an, dass sie ihr Auto wirklich lieben. Wenn man dann also ein Auto gekauft hat, dann muss man auch damit fahren. Und wenn ich Autofahren und Deutschland in einem Satz erwähne, dann denken viele sofort an die Autobahn. Und in Deutschland gibt es insgesamt 13.000 Kilometer Autobahn. Und was gibt es auf der deutschen Autobahn? Genau, kein Tempolimit. Und dafür ist Deutschland auf der ganzen Welt bekannt. Das gilt aber nur noch für knapp die Hälfte aller Strecken. Denn auf einem Drittel ist schon von Haus aus eine Beschränkung da von 130 Kilometern pro Stunde. Und dazu kommen dann noch weitere Abschnitte mit Baustellen und dann gibt es natürlich auch nochmal Beschränkungen. Außerdem, die Mehrheit der Deutschen würde für ein Tempolimit auf der Autobahn sich einsetzen, aber die meisten Autofahrer halten sich sowieso schon an eine Richtgeschwindigkeit von 130 km/h. Die wenigsten fahren wirklich schneller. Und wenn man sich die Auswirkungen eines generellen Tempolimits anschaut, es würde sich positiv auf die Umwelt auswirken, dann würde man wirklich ein generelles Tempolimit einführen, dann könnte man doch den Ausstoß von Treibhausgasen wirklich signifikant verringern. Also dieses Umweltbewusstsein und der Wunsch, nachhaltiger zu leben, das ist auch in Deutschland angekommen. Und viele Menschen möchten umweltbewusster leben und steigen schon auf andere Verkehrsmittel um. Viele Stadtplaner wollen das Auto inzwischen sogar gänzlich aus den Innenstädten verbannen, wie zum Beispiel das in der Londoner City schon der Fall ist. Und die Experten sind sich einig, dass das Auto, die Zukunft des Autos ist ein bisschen ungewiss. Also in der Zukunft werden wir wahrscheinlich weniger Auto fahren, aber es ist nicht ganz wegzudenken. Und möglich wäre zum Beispiel ein Jahresticket für die öffentlichen Verkehrsmittel. Und da ist dann auch Carsharing integriert. Und der Zugang zu Mobilität wird in der Zukunft günstiger, ressourcenschonender und bequemer. Und so eine Entwicklung ist natürlich intelligent und auch logisch. Aber das ist genau das Problem, denn das Auto ist nicht logisch. Das ist schon auch etwas Emotionales. Und so viele Menschen haben emotionale Beziehungen zu ihrem Auto und zum Autofahren und der damit verbundenen Freiheit. Also wir werden sehen, wohin der Trend vor allem in Deutschland mit dem Auto gehen wird. Und so kommen wir zum zweiten Vorteil. Die Deutschen sind pünktlich. Pünktlich, fleißig, ordentlich, effizient. So haben wir die Deutschen im Kopf. Doch woher kommt das denn eigentlich? Sind die Deutschen tatsächlich
pünktlicher als andere. Also Pünktlichkeit ist eine der preußischen Tugenden. Im 18. Jahrhundert regierte in Preußen Friedrich Wilhelm I. Er war ein sehr sparsamer König, er mochte keinen Luxus, aber Ordnung und Fleiß waren ihm sehr wichtig. Und Friedrich Wilhelm I. hat dann einen modernen Staat entwickelt mit einer sehr starken Armee. Und für die Beamten und Soldaten war es immer wichtig, dass sie pünktlich und gehorsam sind. Der nächste König, Friedrich der Große, der fand das auch noch wichtig und hat das weitergeführt. Und so kam es dazu, dass Preußen zu einem der bedeutendsten Länder Europas wurde zu dieser Zeit. Und bis heute haftet den Deutschen dieses Vorurteil an, sie wären besonders pünktlich und sehr ordentlich und sehr effizient. Im internationalen Vergleich ist vielleicht Japan noch pünktlicher als Deutschland, vor allem wenn man auf den japanischen Hochgeschwindigkeitszug schaut, der im Jahr eine durchschnittliche Verspätung von 0,9 Minuten aufweist. Da kann die Deutsche Bahn nicht mithalten. Dann ist natürlich die Frage, warum ist denn diese Pünktlichkeit so wichtig? Zuerst möchte ich sagen, pünktlich ist nicht gleich pünktlich. Denn auch das Verständnis für Zeit ist nicht überall gleich. Moderne westliche Gesellschaften, wie zum Beispiel Deutschland, haben ein lineares oder ein horizontales Zeitverständnis. Und in diesem System, das wir eben in Nordeuropa, in den deutschsprachigen Ländern, in Japan und den USA finden, teilen wir uns unsere Zeit ein. Und wir haben die Tendenz, jede Minute unseres Tages zu planen und damit legen wir auch großen Wert auf Pünktlichkeit. Denn wenn wir nicht pünktlich sind, dann ist der ganze Plan dahin. Und sogar zwischenmenschliche Beziehungen mit Freunden, mit Familie, das wird oft nach der Uhr organisiert. Und die Pünktlichkeit wird oft den Bedürfnissen der Interaktion untergeordnet. Und in östlichen Kulturen oder auch bei Naturvölkern, da wird die Zeit zyklisch oder vertikal verstanden. Und dort ist das mit der Zeitplanung immer ein bisschen flexibler als im Westen. Und die Pünktlichkeit ist deshalb auch nicht so wichtig. Und die Menschen in diesen Gesellschaften haben Zeit, während im Westen die Zeit verplant ist. Und wenn man eben in so einer Gesellschaft lebt, wie zum Beispiel in Deutschland, bei der die Zeit eine so wichtige Rolle spielt, dann findet man auch Sprichwörter wie Zeit ist Geld. Und die gesellschaftliche Bedeutung der Pünktlichkeit hat natürlich stark zugenommen. Wenn man unpünktlich ist, gilt das als unhöflich. Und eine Verspätung, die über eine gewisse Toleranzgrenze hinausgeht, ist eine Beleidigung und eine Respektlosigkeit. Und das wird auch so wahrgenommen. Also man muss ein gutes Gespür dafür entwickeln, wie die Menschen die Zeit einteilen und wie das Zeitgefühl der Menschen aussieht. Und das kann sich auch innerhalb kleinster geografischer Räume schnell ändern. Zum Beispiel in der Deutschschweiz ist es höflich, wenn man ungefähr 5 Minuten vor dem verabredeten Zeitpunkt eintrifft. Im französischsprachigen Teil der Schweiz wird es als höflich empfunden, 5 Minuten nach dem Zeitpunkt einzutreffen. Also ja, wir sehen hier, Pünktlichkeit ist ein relativer Begriff. Und als Fazit möchte ich Ihnen hier mitgeben, Pünktlichkeit ist nicht überall gleich und auch nicht überall gleich wichtig. Aber die Deutschen schätzen Pünktlichkeit sehr, ebenso wie viele andere westliche Gesellschaften. Es ist also nicht eine Eigenschaft, die die Deutschen alleine gepachtet haben. Ja, die Deutschen und der Fußball. Sie haben bestimmt alle schon mal die deutschen Fußballspielen gesehen. Wir in Österreich, wir haben eine Definition für Fußball, die ich gerne mit Ihnen teilen möchte. Wir sagen, was ist Fußball? 22 Männer laufen 90 Minuten lang einem Ball hinterher. Am Ende gewinnt Deutschland. Ja, Fußball ist
heute eine der beliebtesten und am weitesten verbreiteten Sportarten weltweit und in Deutschland die mit Abstand beliebteste Sportart. 6,5 Millionen Menschen, also über 8% der Bevölkerung, sind Mitglied in einem der über 27.000 Fußballvereine. Wenn wir jetzt sehen, wie der Fußball nach Deutschland kam, dann könnte ich zum Beispiel im 2. Jahrtausend vor Christus in China beginnen, wo es bereits ein fußballähnliches Spiel gab, oder auch im frühen Mittelalter in England, wo es ebenfalls schon eine frühe Form des Fußballspiels gab. Aber ich würde einfach mal vorspulen ins Jahr 1848, denn dort wurden in Cambridge die ersten Fußballregeln aufgeschrieben. Und dann kurz später der erste offizielle Fußballverein, der FC Sheffield, in England gegründet, und somit brüstet sich England gerne als Mutterland des Fußballs. Von dort kam es dann nach Kontinentaleuropa, zuerst in die Schweiz und von dort dann weiter in die restlichen europäischen Länder. In Deutschland hat es zum ersten Mal der Gymnasiallehrer Konrad Koch an einer Schule in Braunschweig eingeführt. Das war 1874, aber bis ins 20. Jahrhundert hinein standen die Deutschen dem Fußball eher kritisch gegenüber. Sie waren an dieses militärische Turnen, die Leibeserziehung gewöhnt und schätzten das mehr. Und Fußball hatte ein schlechtes Image und wurde als die englische Krankheit im Kaiserreich bezeichnet. Erst dann nach dem Ersten Weltkrieg bekam der Fußball mehr Zuschauer und mehr Anhänger. Und dann nach dem Zweiten Weltkrieg konnte der Fußball wirklich Fuß fassen in Deutschland. So kam es dann auch zu einer Fankultur, vor allem mit der Einführung der deutschen Bundesliga in den 60er Jahren und dann der Fußball-WM 1974. Und die Fußballstadien waren dann gefüllt, die Anhänger eines bestimmten Fußballclubs bekamen Plätze in der Kurve und die anderen Zuschauer, die bekamen die restlichen Plätze. Und die Fans, die dann eben regelmäßig in der Kurve Platz nehmen, die unterstützen ihre Mannschaft mit Gesang oder rhythmischem Klatschen und sie identifizieren sich auch optisch mit Trikots oder mit Schals, Bannern, Fahnen, Flaggen, allen möglichen Accessoires. Was ich hier noch betonen möchte, ist die 50+1-Regel. Das ist eine Regel, die besagt, dass in den Profiligen kein Verein mehr als die Hälfte seiner Stimmrechte abgeben darf. Also es darf kein großer Investor kommen und den Verein aufkaufen und alle Entscheidungen treffen. Mindestens 50+1 Stimme müssen beim Verein bleiben, denn der Fußball soll ja auch für die Fans gespielt werden und es soll die Strategien verfolgen, die der Verein haben möchte und nicht, was sich ein ausländischer, internationaler Investor so denkt. Und so kommt es auch, dass die Tickets in der Bundesliga erschwinglicher sind als zum Beispiel in der englischen Premier League, wo es diese Regel nicht gibt. Und da gibt es zum Beispiel sehr wohl internationale Investoren, die ganze Fußballvereine besitzen und das oft nicht nur aus sportlichen Gründen, oft auch aus Imagegründen oder einfach Investitionsgründen. Und wenn wir auch über Deutschland und den Fußball sprechen, dann sollten wir auch über Europa- und Weltmeistertitel sprechen. Die Fußballmannschaft der Männer, die nennt sich auch die Mannschaft, die hat inzwischen 4-mal den Weltmeistertitel gewonnen und 3-mal den Europameistertitel. Die Fußballmannschaft der Frauen ist eine der erfolgreichsten der Welt und sie ist 2-maliger Weltmeister, 8-maliger Europameister und 2016 haben die auch die olympische Goldmedaille gewonnen. Wir sehen also, die Deutschen sind zwar nicht die Erfinder des Fußballs, aber sie spielen und sehen Fußball leidenschaftlich gerne. Sie machen Fußball für die breite Masse zugänglich und manchmal gewinnen die Deutschen sogar, vor allem gegen Österreich.
Die Deutschen sind also nicht amtierender Fußballweltmeister. Vielleicht sind sie ja Weltmeister im Biertrinken. Ein weiteres Vorurteil, das uns oft begegnet, ist, dass die Deutschen Bier trinken wie kein anderes Volk. Bier ist flüssiges Brot und gilt in Deutschland als Mahlzeit. Es ist schwer, sich Deutsche ohne Bierkrug vorzustellen, oder? Wie wir auch auf den Bildern hier sehen. Es stimmt schon, das Bier zählt zu den beliebtesten Getränken in Deutschland. 2019 war so der Pro-Kopf-Verbrauch in Deutschland bei knapp 99 Litern Bier. Man würde meinen, dass das reicht für einen Weltmeistertitel, aber das Land mit dem höchsten Pro-Kopf-Verbrauch ist Tschechien mit fast doppelt so viel, gefolgt von Österreich und dann Deutschland. Aber die Nummer eins sind jedoch die deutschen Bierbrauer und die haben einen Jahresabsatz von 9,5 Milliarden Litern Bier. Also sie dürfen sich zu Recht zumindest Europameister nennen. Und die Bierbrauer müssen sich in Deutschland an das Reinheitsgebot halten. Das existiert seit 1516 und es besagt, zum Brauen von Bier braucht man oder darf man nur Wasser, Malz, Hopfen und Hefe verwenden. Man könnte meinen, das ist ein bisschen zu eng und zu streng gefasst, aber aus diesen vier Zutaten entstehen in insgesamt 1500 deutschen Brauereien Tag für Tag neue Biere, also eine unglaubliche Vielfalt. Und allein in Deutschland gibt es mittlerweile mehr als 6000 verschiedene Biermarken. Und so eine Vielfalt findet man nirgendwo auf der Welt. Und also wenn man jetzt ein deutscher Biertrinker wäre, könnte man rein rechnerisch mehr als 16 Jahre lang jeden Tag ein anderes Bier probieren und man müsste dabei kein Bier zweimal probieren. Die beliebteste Biersorte in Deutschland ist das Pils. Zur Information. Und dann gibt es noch ein paar wissenswerte Fakten über das Bier. In Freising befindet sich die älteste noch bestehende Brauerei der Welt. Die Mönche dort in der Weinstephan-Brauerei, die hatten schon im 11. Jahrhundert das Recht, Bier zu brauen und auch auszuschenken. Aber vermutlich haben die Mönche dort schon viel, viel früher Bier gebraut. Also man kann das seit 768 nachweisen. Außerdem, die Zahl der Brauereien in Deutschland steigt an. Andere kleinere Betriebe wie Bäckereien oder Fleischereien in Deutschland müssen aufgeben, aber die Zahl der Brauereien, die steigt weiterhin an. Und dann haben wir auf Deutsch einen Spruch, der besagt, Wein auf Bier, das rate ich dir, Bier auf Wein, lass das sein. Und dieser Spruch wird von Generation zu Generation weitergegeben und so interpretiert, dass es negative Auswirkungen hätte, zuerst Wein und dann Bier zu trinken. Doch in Wahrheit hat es damit gar nichts zu tun. Dieser Spruch kommt aus dem Mittelalter und hat mit den sozialen Unterschieden zu tun. Nämlich ein Adeliger, der normalerweise Wein trinkt, würde niemals Bier trinken, denn das ist das Getränk der unteren Klassen. Das ist auch schon das Geheimnis hinter diesem Spruch. Und es kommt also nicht auf die Reihenfolge an, sondern auf die Menge, die man trinkt, ob das negative Auswirkungen hat oder nicht. Ein letzter Tipp zum Bier. Wenn Sie mit Deutschen Bier trinken, dann immer anstoßen. Und nicht vergessen, sich in die Augen zu schauen, sonst riskieren Sie 7 Jahre Unglück oder Schlimmeres. Und nun kommen wir auch schon zum letzten Vorurteil. Die Deutschen hätten keinen Humor. Also wir behaupten ja in Österreich das kürzeste Buch der Welt. Das ist das Buch über den deutschen Humor. Und die Deutschen sehen das natürlich ein bisschen anders. 74% der Männer und auch 69% der Frauen behaupten, wenn ich in Stimmung bin, dann kann ich den ganzen Saal zum Lachen bringen. Die meisten behaupten auch, sie könnten über sich selbst lachen.
Und sie wären, obwohl das Wort aus Deutschland kommt, sie hätten sehr wenig Schadenfreude. Also über die Missgeschicke anderer zu lachen, läge ihnen fern. Aber kein Zweifel, die Deutschen lachen sehr gern. Und zum Beispiel über Comedy oder Kabarettisten. Und also manchmal politisch, manchmal auch Alltagsthemen. Und seit den 90er Jahren gibt es im deutschen Fernsehen immer mehr Comedies. Und es gibt eigentlich Comedy für alle Geschmäcker. Und falls Sie jetzt immer noch nicht davon überzeugt sind, ob die Deutschen ihren Humor ernst nehmen oder nicht, dann möchte ich Sie auf das Deutsche Institut für Humor verweisen. Da kann man noch mehr Informationen bekommen. Ich möchte mir nicht anmaßen, über den deutschen Humor zu urteilen. Ich würde Sie einladen, sich selbst ein Bild zu machen, denn immerhin ist der Humor doch etwas sehr Individuelles. Und ja, generell jetzt zum Abschluss möchte ich Sie einladen, sich selbst Gedanken zu machen und über Ihre eigenen Vorurteile ein bisschen nachzudenken und das auch im Unterricht zu thematisieren, damit wir nicht die 82 Millionen Deutschen alle in einen Topf werfen. Und ja, ganz ein Zitat noch zum Schluss von Mark Twain, der gesagt hat, wie sind wir auf die Idee gekommen, die Deutschen seien ein stures, phlegmatisches Volk? Tatsächlich sind sie weit davon entfernt. Sie sind warmherzig, gefühlvoll, impulsiv, begeisterungsfähig. Beim zartesten Anstoß kommen ihnen die Tränen und es ist nicht schwer, sie zum Lachen zu bringen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Frau Sabine Moll. Das war ein sehr, sehr interessanter, informativer Vortrag. Und vielen Dank dafür, dass Sie das gesamte Deutschland sozusagen in 20 Minuten auf eine ganz interessante Weise für uns hineingepackt haben. Und schon stehen ein paar Fragen, die würde ich gerne mal vorlesen, damit Sie sie beantworten können. Also die erste Frage kommt von Frau Elena Varanova. Die Frage lautet, wie steht es mit dem Ich- bzw. Wir-Gefühl? Ist auch in dieser Frage die Grenze zwischen Ost und West spürbar oder wird diese im Sinne der Globalisierung verschwommen? Also wie gesagt, Sie haben mich ja auch so vorgestellt, ich bin ja keine Deutsche, deshalb kann ich in diesem Fall das Wir-Gefühl schlecht beantworten. Aber aus meiner Erfahrung würde ich sagen, in bestimmten Situationen kann man schon immer noch die Grenze sehen. Und auch an, also viele Leute haben auch immer noch die Grenze im Kopf. Ja, okay, vielen Dank. Und die zweite Frage, was ist für Sie das absolut Deutsche oder Deutscheste sozusagen Superlativ? Das ist etwas, das gilt auch für uns in Österreich, das Regeln befolgen. Wir haben so viele Regeln und also ich ertappe mich selbst dabei, um 6 Uhr morgens an einer Ampel zu stehen, weit und breit kein Auto, aber es ist rot und ich bleibe stehen. Denn ja, bei Rot bleibt man stehen. Also das ist so für mich das Deutscheste, was wir so haben. Es gibt gewisse Regeln und an die hält man sich. Ja, genau. Vielen Dank, Frau Moll. Damit kommen wir zum Ende von Vortrag. Ich danke auch unseren lieben Teilnehmerinnen und Teilnehmern für die interessanten Kommentare. Und ja, also im Chat bekommen Sie gleich den Link für die Evaluation. Sie können dann am Ende des Tages dann alle, also die Evaluationsformulare ausfüllen. Vielen Dank nochmals an alle.